Wir kriegen hier nur auf die Nase irgendwie. Oh, Entschuldigung, du bist es, MSS. Aber du kommst ja einfach so reingerannt in mein Zimmer. Das ist auch dein Fehler. Ja, Entschuldigung. Wer bist du denn, du süße Kleine? Hä, was? Wer ich bin? Hast du das gerade wirklich gesagt? Ja. Geht's dir wirklich gut, MSS? Sag uns einfach, wer du bist, du dumme Nuss. Wir sind schon so lange Freunde, die besten Freunde weltweit, die es jemals gegeben hat. Aber, naja, wie auch immer. Mein Name ist Sarah. Ich bin die Tochter vom Sheriff. Das ist schön. Und das ist unsere beste Freundin. Vielleicht werden wir sie auch heiraten eines Tages. Man weiß es nicht. Danke fürs Gespräch, Sarah, und danke für die Ohrpfeife. Bleibt jetzt dieser pfeifende Ton die ganze Zeit da? Das wäre natürlich richtig angenehm. Was ist denn mit dir hier? Mhm. Lässt er mich nicht durch? Das ist natürlich super. Achso, er lässt mich wohl durch. Na dann. Steigen wir mal ein ins Abenteuer. So, wie kann ich denn jetzt schießen? Genau, das ist unsere Pistole. Gedrückt halten für einen Charge-Schuss. Können wir also, wenn wir es gedrückt halten, einen festen Schuss abgeben. Oder halt ganz normal schießen. Gut. Ja, Zelda hat ein Schwert. Wir haben eine Pistole. Ich bevorzuge dann doch die Pistole in dem Fall. Ja, hallo Captain. Ich meine MSS. Intel? Intel Inside. Ja, was unsere Sensoren angeht, da ist ein bisschen unnormale Kraft im Wald, südöstlich von hier. Das könnte was mit den Demisi zu tun haben. Südöstlich. Südöstlich ist dann, wenn ich hier stehe, so, ne? Das ist die Richtung südöstlich. Ah, Gegner! Hilfe! Boah, die schießen zurück. Habt ihr das gesehen? Der schlägt sie auf den Popo. Der macht sich auch noch lustig über uns. Ah, Hilfe! Haust du ab? Falls ihr euch fragt, so zwischendurch, warum das Spiel denn auf Englisch ist. Nein, das war natürlich im Original nicht auf Englisch. Das war im Original natürlich komplett auf Japanisch. Das hier ist eine wunderbare, nette Fanübersetzung. Und hier können wir uns übrigens auch verstecken, glaube ich, vor den Gegnern. In diesem hohen Gras. Na, hat uns gesehen. Wie geht das denn? Boah. Ja, ich werde langsamer im hohen Gras und du nicht? Naja. Also nach Südosten müssen wir. Bin ich halt der Einzige, der dieses Pfeifen hört? Ist das wieder mein Tinnitus? Kann natürlich sein. Naja, vielleicht ist sie hier in meinen Ohren. Egal. Wir müssen ja sowieso nach Südosten. Ja, dann wird das wohl der richtige Weg sein. Boah, ich bin noch ausgewichen. Puh, das war knapp. Jawohl, unser erster selbstverdienter Dollar. Da ist ja das Pfeifen, was ich meinte. Ist doch nicht normal. Das gehört doch nicht dazu. Das war gut. Und noch ein Dollar. Boah, was war das denn für ein Monster? Ja. Meint der hier hoch? Hat der wirklich... Der hat Wald gesagt, oder? Ich war doch der Meinung, wir müssten jetzt in irgendeinen Dungeon runter. Für den ersten Boss. Das ist ein bisschen doof auf den... wenn man hier die Leitern hochkrabbelt. Das dauert ein bisschen. Und in der Zeit kann man nicht schießen. Da kann man nichts machen. Ist nicht so schön. Ja, wir haben Bomben. Habt ihr ernsthaft was anderes erwartet? Habt ihr wirklich erwartet, es gibt keine Bomben in dem Spiel? Wobei ich jetzt nicht weiß, wie man die benutzt. Okay, alles klar. Damit einfach sinnlos eine Bombe verschwendet. Aber wo müssen wir hin? Vielleicht weiter nach Südosten? Hier sind wir hergekommen, der Weg, oder? Ja, ja. Immer wenn man was einsammelt, kommt dieser Pfeifton. Aber dann muss ich noch einmal schießen, dann ist er weg. Muss ich mir das halt merken. Oder ich lasse euch leiden. Mit diesem Pfeifton. Oh. Das geht doch mal durch als Dungeon, oder? Gehen wir da mal rein.
Dabei fällt mir ein, dann muss ich erstmal ganz kurz einen Schluck Tee nehmen. Ich habe mal wieder einen wunderbaren Ingwer-Tee mir gemacht. Und den sollte man jetzt trinken, solange er warm ist. Hm? Ganz kleinen Moment, dann geht's sofort weiter. Stellt euch einfach vor, als wäre jetzt hier eine Werbung eingeblendet worden für Tee. Falls ihr eine Teefirma besitzt oder eine Teeplantage, ihr könnt gerne bei mir auf dem Kanal Werbung schalten. So, einmal kurz speichern. Das darf ich nie vergessen. Denn fängt ja, glaube ich, wieder von Anfang an an. Sehr schön. Ich gehe wieder rum wie die wilde Wutz. Für das Geld können wir uns natürlich früher oder später auch was kaufen, ist klar. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen als erstes. Ach komm, nehmen wir die Tür links, wenn wir schon mal hier sind. Oh. Natürlich gibt es hier auch Fallen. Aber kein Problem für mich. Oh. Was seid ihr denn? Seid ihr Gegner? Die roten Viecher, die dort sitzen. Kommen mir nicht geheuer vor. Na, das habe ich mir doch gedacht. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob ihr respawnt nachher. Aber zumindest habt ihr Zeug zum Einsammeln. Und das nehme ich doch gerne mit. So, was haben wir hier? Wow. Ein Wassereisgeist. Ein Feuergeist. Aber kein Problem für mich. Ob Eisgeister, Wassergeister, Feuergeister. Treffen tun sie mich trotzdem hin und wieder. Truhe! Found treasure. Got ruby ring. Cool. Kann ich den irgendwie benutzen? Wir können natürlich hier auch in unser Inventar reingehen. Hold A button briefly. Hm, klappt nicht. Das ist die berühmte Karte. Auch die Karte hat natürlich keinerlei Ähnlichkeit mit Zelda. Okay, jetzt haben wir den Ring. Keine Ahnung, vielleicht können wir den verkaufen. Wenn ich doch weiß, dass der Gegner da steht, warum renne ich dann trotzdem noch rein? Naja. Ja, komm. Euch lasse ich jetzt mal links liegen. Da müssen wir mal ein bisschen weiterkommen hier. Ja, wie habe ich das gemacht? Diesmal bin ich ihm gut ausgewichen. Oh, noch eine Truhe. Ein Fangzahn eines Biestes? Okay. Ich nehme ihn. Alles, was sich zu Geld machen lässt, nehmen wir mit. Ah, wow, wie unfair ist das denn? Stand ich genau dazwischen. Ich gehe einfach mal hier entlang. Mist. Speichern nochmal. jetzt habe ich mal so gerade überhaupt nicht den Überblick. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier kann ich jetzt nicht rüber. Okay. Hä? Ach komm! Hör doch auf! Wieder runtergeplumpst. Ist doch nicht wahr. Nein! Hä? Achso, die explodieren noch nach. Das ist ja übel. Das ist ja echt übel. Da muss man ja wirklich aufpassen. Na, lass mich in Ruhe. Explodieren die alle nach? Das ist mir die ganze Zeit noch nicht aufgefallen.
Knapp. Nochmal speichern. So. Na, ein Apfel wäre mir lieber gewesen. Ich gehe erstmal oben gucken, den Weg, was uns dort erwartet. Da sind wir her gerade, laufen gerade hier den Weg. Gut, dann wird das wohl der richtige Weg sein hier. Ja, sowas habe ich erwartet. Hier mal einen auf Indiana Jones machen. Ist klar. Ist klar. Bevor ich die Treppe runtergehe, was haben wir denn hier? Ah ne, die Wand ist auch kaputt. Habe vielleicht gedacht, eventuell hier eine Bombe hinzulegen. Egal. Gehen wir erstmal hier entlang, bevor wir die Treppe nach unten gehen. Jetzt bin ich den Weg komplett umsonst gegangen. Aber Gott sei Dank öffnet sich die Tür nochmal. Denn das war jetzt einfach nur... Einmal sind wir einmal im Kreis gelaufen. Das muss ja nicht sein. So, weg mit dir. Der explodiert zumindest nicht nach, der Typ. Lapis Metal. Auch die nehme ich. Wenn es sich verkaufen lässt, ich nehme es. Da! Bleib ich im Türrahmen hängen. Und schießt dann daneben. Wer seid ihr denn? Aber wie gesagt, Gegnerdesign ist schon ziemlich speziell in dem Spiel hier. Wart mal ab, bis ihr den ersten Boss seht. Speichern nochmal. Aber dieses Soundproblem, das ist echt... nicht so schön. Doofe Fledermäuse. Kannst du mir mal ein Spiel geben ohne Fledermäuse? Ach, ich renne einfach durch. Wird schon klappen. Natürlich. Mistkerl. Nein! Und da droppt der... Ich glaube, ich nehme mal doch lieber das Steuerkreuz. Droppt der so eine doofe Münze anstatt einen Apfel. Ich brauche einen Apfel für meine Energie. Gib mir einen Apfel. Apfel! Wisst ihr alle nicht, was ein Apfel ist? Dummköpfe. Sag mal, ist das der Eingang? Dann bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ja, ist ja super. Ja, klar. Mach mehr Gegner. Danke für die Äpfel. Ach, die verschwinden einfach und greifen mich gar nicht an. Ja, die auch praktisch. Ja, hier waren wir doch auch schon. Ja, ist mir zu doof hier. Warum treffen die mich die ganze Zeit, Mann? Ich bin doch nur ein kleiner Junge. Gut. Nur die Frage, wo muss ich jetzt hin? Ja, hier ist bestimmt nicht der richtige Weg. Also nochmal da runter. Natürlich keine Äpfel, das war klar. Gehen wir hier nochmal runter. Vielleicht bin ich gerade irgendwie den falschen Weg gegangen oder so. Man weiß es nicht. Oben war ich, oder? Naja, hier war das mit der Truhe. Hier sind wir natürlich auch entlang gegangen, genau. Die komischen Viecher hier. Vielleicht muss ich auch irgendwo eine Bombe legen? Ich schwöre, seid nett. Die sind zwar doof, die Fledermäuse, aber natürlich keine Herausforderung. Mein Gott. Ich hasse die Viecher.